Die Rettung, sie kommt aus der Luft. Der plastische Chirurg Christopher Wachsmuth aus Leipzig landet nach 20 Stunden Flug in Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Mit 24 Millionen Menschen die viertgrößte Metropolregion der Welt. Seit 20 Jahren verbringt der Arzt hier seinen Jahresurlaub. Nicht um sich zu erholen, sondern um kranken Kindern zu helfen. Seine Patienten kommen aus den armen Vierteln und leiden unter einer angeborenen Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Seine Motivation? Es ist vielleicht die Chance, ein bisschen zurückzugeben von dem, was ich an Glück habe, haben dürfen. Alleine auch mit meiner Familie, mit meiner Tochter, in die unter ganz anderen Umständen hier aufwachsen kann. Insgesamt 30 Ärzte, Krankenschwestern und Helfer kommen hier zusammen. Australien, Südafrika, Neuseeland, Abu Dhabi, Deutschland. Das Team von Operation Restore Hope ist international. Auch in diesem Jahr werden die Mediziner vor Ort schon sehnlichst erwartet. Kaum angekommen, richten sie im Krankenhaus von Parnanyaki die Operationssäle ein. Fast alles, was für die OP benötigt wird, haben die Gäste selber mitgebracht. Finanziert aus Spenden oder der eigenen Tasche. Ja, alles, was ich brauche, verschiedene Fahrtmaterialien, elektrische Instrumente, die aber hier nochmal alle ausgepackt werden müssen, sortiert werden müssen, desinfiziert werden müssen. Das sind wir zusammen mit den OP-Schwestern, die jetzt hier unseren Asservatenschrank sozusagen einrichten, unser Lager, was wir dann für die nächsten Tage dann dringend brauchen. Oh. In kaum einer anderen Megacity liegen Reichtum und Elend so dicht beieinander. Etwa 4 Millionen Menschen leben hier in Slums und bitterer Armut. Weltweit gibt es nur 10 Länder, in denen so viele Kinder unterernährt sind. Dr. Wachsmuth und die ehrenamtliche Helferin Gabriele Redinger machen sich heute selbst ein Bild der Lage. Die Gerüche hier sind einmalig. Es ist eine irre Hitze. Also ich möchte hier nicht ums Verrecken leben wollen, um es auf Deutsch zu sagen. Und in diesem Einerlei wachsen halt all diese kleinen Kinder auf. Das ist schon harter Tobak. Ja? Bedingungen, die das Krankheitsbild der sogenannten Cleft Lips begünstigen. Der kleine Hamjad soll in den nächsten Tagen operiert werden. Er hat eben hier, wie man sieht, eine ganz typische komplette Lippenspalte. Ja? Und wenn der Mund aufmacht, sieht man auch hinten, dass der Rachen weit offen ist. Also er hat eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Es ist nicht die Missbildung, die nachdenklich macht, es sind die Verhältnisse, in der sie entsteht. Es täte manchen sehr gut zu Gesicht stehen, mal das zu sehen und vielleicht auch von den eigenen Ansprüchen und den eigenen Neigungen zum Klagen, wie wir es gerade in Europa erleben, doch mal ein bisschen Abstriche machen zu müssen. Ja? Also uns geht's verdammt gut. Das macht demütig. Ja, demütig und beschämt. Man muss sagen, es beschämt auch. Ja, weil unser Reichtum in den westlichen Ländern ist auch auf der Armut dieser Menschen aufgebaut. Diese Menschen hier in diesen Ländern, die produzieren viel von dem, was wir tagtäglich konsumieren. Und wenn wir in irgendwelche Billigshops gehen und irgendwelche Billigkleidung, weil es gerade modisch ist, kaufen, dann ist das auf den Schultern dieser Menschen produziert worden. Inzwischen hat sich das Krankenhaus gefüllt. Rund 80 Patienten plus Eltern warten auf ihre große Chance. Eine kostenlose Operation von Mund, Lippe oder Gaumen. Auch Solia hofft auf eine OP. Für den Chirurgen wird es ein kleiner Eingriff, für das Mädchen ein Riesenfortschritt. Hier ist eine Fehlanlage, also ein Fehlverschluss. Man sieht an der Seite, dass der, im Gegensatz zu der gesunden rechten Seite, der Muskelverschluss nicht stattgefunden hat. Das heißt, die Lippe ist im Grunde genommen ausgefranst in diesem Bereich. Wir müssen also im Grunde genommen den Mund hier zusammenfügen zu einer normalen Form. Und das macht man mit einer Weichteilplastik. Das heißt, die vorhandenen Muskelschichten werden frei präpariert, gegeneinander verschoben, verschlossen, um damit sozusagen eine adäquate Verkleinerung und Anpassung des Mundes zu haben, um später auch wieder eine schöne Symmetrie zu haben. Und bei der Gelegenheit können wir noch diese Veränderung dann auch hier wegnehmen, was dann auch für das Kind einen wichtigen ästhetischen Aspekt hat. Und das kriegen wir hin. Bye-bye. Okay. Mero ist zusammen mit seiner Mutter von einer weit entfernten Insel angereist. Die Strapazen sind beiden noch anzusehen. Doch die Anästhesistin Jana Völpel hat sehr schnell einen sehr traurigen Verdacht. Der 14 Monate alte Junge hat offensichtlich eine akute Lungenentzündung.
Unter diesen Umständen ist eine Operation unmöglich. Ich habe jetzt nochmal die Lunge abgehört und du hörst ein ganz starkes Rascheln. So ist das, also es ist nicht normal, nicht so klar. Das Ding, und da können wir leider nicht machen. Das Traurige ist jetzt hier bei dieser Familie, die sind 24 Stunden unterwegs gewesen mit dem Schiff, ja, um diese Operation zu bekommen. Und wir müssen jetzt leider der Mama sagen, dass wir das Kind nicht operieren können und dass es halt nächstes Jahr erst rankommt. Das ist, da blutet eines Herz. Ja, ne? Ja, müssen wir nach Hause schicken. Ich bin so traurig. Unser Weg hierher war sehr beschwerlich. Wir sind extra 14 Stunden angereist. Ich bin so enttäuscht. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass er operiert wird. Ein wenig Trost für die Mutter und Antibiotika für den Sohn. Mehr können die Ärzte jetzt nicht tun. Das philippinische Gesundheitssystem, es kränkelt. Den staatlichen Kliniken fehlt es an allem. Hector Gonzalez ist bei der Operation Restore Hope so etwas wie der Mann vor Ort. Er besucht Patienten, berät sie, macht Mut. Heute ist er bei Akisha. Die anderthalbjährige wird von der Großmutter versorgt. Das ist unser Schlafzimmer. Das ist das Kinderzimmer. Lass uns was spielen. Welches Spielzeug magst du? Das hier? Für die kleine Akisha ist ihr Geburtsfehler zu einer alltäglichen Belastung geworden. Sie kann überhaupt nicht gut essen, aber sie trinkt wenigstens Milch. Das ist wegen der Gaumenspalte? Ja, deswegen. Es können verschiedene Faktoren sein. Angefangen bei Müttern, die in der Schwangerschaft keine richtigen Voruntersuchungen hatten und unterernährt waren. Dann leben sie häufig in einem sehr ärmlichen Umfeld. Und natürlich spielt der genetische Aspekt noch eine Rolle. Das ist auch eine sehr häufige Ursache für die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Zurück ins Hospital von Parnanyaki. Akisha hat heute einen Termin für die Voruntersuchung. Die Kleine wird von Dr. Christopher Wachsmuth operiert. Doch bevor er das tut, muss auch ihr Fall genau diagnostiziert werden. Das ist ein eineinhalbjähriges Kind, was eine sogenannte beidseitige Lippen-Kiefer-Gaumenspalte hat. Man sieht hier unten, dass der Gaumen komplett offen ist. Und das ist ein Kind, was wir in Etappen operieren müssen. Das heißt, wir werden erstmal, weil der vordere Kieferanteil sehr weit vorgeschoben ist, erstmal durch einen Lippenverschluss dafür sorgen, dass dieser Kieferanteil zurückgedrängt wird, um dann im perspektivischen Jahr darauf dann, damit alles etwas näher herankommt, auch den Gaumen verschließen zu können. Umso wichtiger, dass die durch Spenden finanzierte Mission auch im nächsten Jahr wieder stattfindet. Das ist eine Riesenhilfe für uns, dass die Ärzte die Kleine kostenlos operieren. Wir hätten selber nicht genug Geld, um so eine Operation überhaupt machen zu lassen. Diese Hilfe ist so wichtig. Vor der Operation werden alle Patienten fotografiert. Das übernimmt Praktikant Paul aus Deutschland. Auch für ihn eine ungewohnte, aber bleibende Lebenserfahrung. Ich fotografiere sie auch nach den OPs, dass man quasi den Unterschied sieht, vorher, nachher. Wie hat sich das entwickelt? Das ist schon ein krasser Fall, den der gerade gesessen hat. Ja, es ist schon, also wenn man das zum ersten Mal sieht, ist es schon krass. Also es, ja. Operiert wird im Akkord, an drei Tischen gleichzeitig, von früh bis spät, ein Kind nach dem anderen. Die kleine Solia, das Mädchen mit dem offenen Mundwinkel, ist eine der ersten, die ein neues Lächeln erhält. Eine dankbare Aufgabe für den Schönheitschirurgen. Der Rundmuskel, der den Mund umgibt, hat er sich hier nicht verschlossen. Und dadurch ist diese Lippe, klafft sie auf. Das sieht fast ein bisschen, möchte man respektlos sagen, ein bisschen so ein Joker-Gesicht. Zusätzlich hier diese Gewebeaufwerfung, wie man sie hier zum Beispiel am Ohr sieht. Und das werde ich ihr dann, das habe ich dem kleinen Mädchen versprochen, aus kosmetischen Gründen auch entfernen. Ja? Also wir wollen sie jetzt wirklich schön machen. Ne? Die genetische Ursache für das Krankheitsbild liegt in der Evolutionsgeschichte der Menschen.
Die Lippenkiefer-Gaumenspalte ist halt im asiatischen Gen häufiger verankert. Erstaunlicherweise Schwarzafrikaner zum Beispiel haben es fast gar nicht. Während eben die nordamerikanischen Indianer es genauso häufig haben wie die asiatischen, was man eben durch die Völkerwanderung über den Alaska-Belt eigentlich erklärt. Ne? Jeff Fairley, plastischer Chirurg und Chefarzt einer Klinik in Abu Dhabi, hat jetzt einen besonderen Patienten. Edison konnte noch nie richtig essen und trinken. Mit seinen 10 Jahren ist er eigentlich zu alt für eine Operation. Trotzdem hat ihn seine Tante hergebracht. Da hat er jetzt sehr viel Zeit verpasst und es ist sehr wichtig, dass wir heute den Gaumen verschließen. Und in so einem Fall ist es jetzt so, dass die ganze Nahrung im Prinzip durch diesen riesen Raum, also aus der Nase, hervortritt. Also da sieht man von hinten bis vorne diese riesige Spalte und die gilt es heute zu verschließen. Welche Folgen eine solche Fehlbildung haben kann, wird während der OP schnell deutlich. Das Kind kann im Prinzip vom Geburt an nicht richtig schlucken. Beim Schlucken fließt das ganze Flüssigkeit durch die Nase wieder raus. Und diese Kinder haben häufig Probleme mit Unterernährung. Das hat mit Ästhetik nichts zu tun. Das ist eine lebensnotwendige Operation. Nach fast 4 Stunden hat Edison den Eingriff überstanden. Im Aufwachraum erfahren die Helfer dann das tragische Schicksal des kleinen Patienten. Der Junge wurde von seinen Eltern verstoßen. Die Tante hat ihn gerettet. Er hat seinen Lebensunterhalt mit 7 Jahren verdienen müssen. Das hat dann die Tante mit ihrem Mann gesehen, war geschockt und hat ihn dann an Kindesstatt angenommen. Der Junge ist so traumatisiert durch Bullying von der Schule, dass er nicht mehr in die Schule gehen wollte und will auch gar nicht an irgendwelchen Partys teilnehmen, weil er einfach Angst hat, dass er immer der Außenseiter ist. Und wir haben ihm gerade gesagt, von jetzt an wird es besser werden. Auch Erika und Kashika wurden beide schon einmal operiert, allerdings von Ärzten einer anderen Mission. Dabei wurde offensichtlich gepfuscht. Das neue Team versucht es wieder gut zu machen. Für die größeren Kinder ist die Narkose über eine Infusion angenehmer als das Gas. Es ist nur ein kleiner Pieks. Sie ist sehr tapfer. In Kashikas Gaumen ist noch ein Loch, das bei der letzten OP offensichtlich nicht richtig verschlossen wurde. Ein Fehler, der heute endlich behoben werden soll. Während die Kleine betäubt wird, wird auch ihre Freundin zum Eingriff abgeholt. Für die Narkoseärztin ist es das 6. Mal, dass sie in Manila arbeitet. Die Herausforderungen liegen im Detail. Diese Verständigung fehlt einfach, dass du ein bisschen das aufbauen kannst zwischen den Kindern und mir selber. Dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen, was ich denen nicht so geben kann. Natürlich versuche mit Augenkontakt und Streicheln und so. Das ist dann schon eine andere Sache als normal. Da hilft es, dass der Vater mit in den Operationssaal darf. Zumindest bis die Narkose wirkt. Dass bei einigen Fällen nachoperiert werden muss, weil durch Vorgängermissionen unprofessionell gearbeitet wurde, erleben die Ärzte häufig. Schuld ist ein regelrechter Medizintourismus in die Entwicklungsländer. Es gibt durchaus auch mal Fälle, wo man dann sagen muss, da ist ja operativ einfach geschlampt worden. Leider, da hat einer ein Kind als Übungsplatz betrachtet. Ja, das ist so, wo ich immer wieder drauf rumhacke. Diese Tendenz, die dritte Welt so als Praktikumsplatz für Jungärzte auszunutzen. Und das halte ich für moralisch sehr fragwürdig. Ja. Das heißt, da kommen Missionen und schicken dann... Teilweise, das weiß man, teilweise dann junge Ärzte, die sie mitnehmen, sogar teilweise gegen Bezahlung nach dem Motto, komm mal mit, kannst du üben. Ja? Und das ist eine Attitüde, das ist menschlich wie ärztlich einfach verwerflich, muss ich sagen. Also das finde ich, also unterstes Niveau. Für Erika wird jetzt alles gut. Das hier ist sicherlich eher ein kleinerer Eingriff, aber der für das Kind doch viel an Unbequemlichkeit nimmt. Ja?
Nach einer Dreiviertelstunde ist die Behandlung überstanden. Den Rest erledigt der normale Heilungsprozess. Im Mund geht das besonders schnell. Erika, heute ein gerettetes Kind von vielen. Erika, 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 da bist du. Wir hatten 2, 4, 5, 6, 7, 8 Kinder heute Morgen. Und es geht weiter. Ich denke, heute werden wir 17 haben. Der wartende Vater bekommt eine verschlafene, aber gesunde Tochter zurück. Ohne die kostenlose Behandlung der fremden Ärzte wäre Erika ewig das Mädchen mit der Gaumenspalte geblieben. Es geht mir gut. Ich bin so glücklich. Vielen Dank für die Operation meiner Tochter. Mittlerweile läuft der Betrieb auf Hochtouren. Rund 250 Euro kostet eine OP. Für deutsche Verhältnisse nicht viel. Für die Patienten ein enormer Gewinn an Lebensqualität. 65 Kinder wurden diese Woche behandelt. Selbst wenn Sulia noch nicht zum Lächeln zumute ist, die Möglichkeit dazu hat sie jetzt. Sie hängt natürlich noch ein bisschen in den Seilen. Das ist auch bei dieser Hitze, die hier herrscht, mit der Erholung nicht ganz so einfach, aber die Kinder stecken es insgesamt gut weg. Ne? Sichtlich überwältigt von den Resultaten ist auch Anästhesistin Jana Völpel. Was ist mit diesen kleinen Patienten in dieser Woche? Man sieht, ich bin sprachlos, weil ich finde nicht die richtigen Worte dazu. Wie gesagt, mich ergreift es ungemein, wenn ich mit den Kleinen hier zusammen bin. Das ist meine Patientin übrigens. Die hatte ich gestern, habe ich die Anästhesie gemacht mit dieser kleinen Süßen. Und da geht es nochmal richtig rein, weil man weiß, man hat dieses kleine Leben in der Hand gehabt. Und deshalb freue ich mich, wenn ich sie jetzt hier sehe. Und wie gesagt, sie hat keine Schmerzen, hat gegessen, hat getrunken. Und die Mama ist glücklich, dann ist alles gut, alles schön. Ja. Visite bei Akisha und ihrer Großmutter. Der Chirurg ist zufrieden. Das kleine Kind ist wohlauf, hat die Nacht gut überstanden. Also das wird gut werden. Also ich bin ganz happy. Ja. Das ist schon eine ganz schöne Bilanz, die Sie da haben. Ne? Wir ackern ganz gut durch diese Woche. Also sind wir ganz gut dabei. Sind auch morgens immer ein bisschen, es ist schwierig aus dem Bett zu kommen, muss man ehrlich sagen. Aber am Ende des Tages ist man nach dem Motto erschöpft und glücklich. Und dann passt das auch. Dann hat das alles seinen Sinn. Ne? Ja. Im nächsten Jahr kommt Dr. Wachsmuth wieder. Dann kann Akishas Gaumen fertig operiert werden.